Ja, guten Tag, Frau Neuse. Zunächst einmal herzlich willkommen bei uns in der Prüfung. Sind Sie soweit fit? Sind Sie soweit okay, dass Sie sagen können, ich stehe das durch, ohne jetzt hier vor Aufregung ohnmächtig zu werden, dann ist gut. Das sollte ich schaffen. Ja, gut. Okay, zunächst einmal möchte ich Sie bitten, erzählen Sie mir einmal, warum möchten Sie eigentlich Heilpraktikerin für Psychotherapie werden? Also ich bin Pädagogin von Beruf und ich würde gern in einer beratenden Einrichtung tätig sein. Und in diesen Einrichtungen wird der Heilpraktiker für Psychotherapie erwartet, und zwar aus rechtlichen Gründen, weil die Übergänge zwischen Beratung und Therapie doch relativ fließend sind oder sein können. Ja. Und um nicht in der Grauzone zu arbeiten, setzen Beratungseinrichtungen das häufig voraus, dass man solche Qualifikationen mitbringt. Das heißt also, da geht es Ihnen direkt um die staatliche Zulassung? Ja. Kennen Sie die Beratungsstelle, in der Sie arbeiten, schon? Ich kenne die aus ehrenamtlicher Arbeit. Okay. Und ich weiß in etwa, welche Bereiche abgedeckt werden, aber auch da sind gerade Umstrukturierungen und die Bereiche werden ausgeweitet. Aber es ist hauptsächlich Familienhilfe im Großen und Ganzen. Ja. Welche Arten von Störungen sind Ihnen denn da bisher so im Großen und Ganzen begegnet? Jetzt bei den Kindern direkt? Ja. Bei den Kindern war es häufig ADHS und Lernstörungen oder Lerndefizite, wo es in Richtung Rechtschreibstörungen oder auch Dyskalkulie ging. Ja. Bei den Eltern waren es häufig Suchterkrankungen, die im Hintergrund standen, oder auch depressive Störungen. Ja, das. Okay. In welche Gruppe von Erkrankungen gehören denn die depressiven Störungen? Das sind affektive Störungen. Affektive Störungen. Auch in dem Begriff der Psychosen, ja? Ja. Würden Sie mir bitte einmal den Unterschied beschreiben zwischen den Berufs- und Aufgabenfeldern des Neurologen, Psychiaters? Haben Sie schon mal von einer Störung gehört, die den Namen Klaustrophobie trägt? Was habe ich mir unter einer Klaustrophobie vorzustellen? Die Klaustrophobie bezieht sich darauf, dass Menschen Angst haben, sich in engen Räumen aufzuhalten. Ja. Also zum Beispiel, das klassische Beispiel ist, glaube ich, Fahrstühle oder ähnliches. Ja. Ja. Und ja, da. Oder vielleicht Menschenmengen, okay. U-Bahn-Stationen. Ja. Ja. Nehmen Sie einmal an, ein Patient sagt Ihnen, er habe eine Klaustrophobie. Haben Sie da eine ungefähre Vorstellung davon, wie eine Therapie bei der Klaustrophobie aussehen sollte? Was würden Sie da machen? Also auch da wäre es vermutlich am effektivsten, eine Verhaltenstherapie zu beginnen. Und da gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen, die man entweder getrennt voneinander oder auch gemischt anwenden kann. Ja. Ich denke da an die systematische Desensibilisierung, wo der Klient stufenweise oder schrittweise herangeführt wird, nachdem eine Angsthierarchie aufgestellt wird. Was ist das Schlimmste für ihn? Was ist das weniger Schlimme? Was ist okay für ihn? Ja. Und dass man dann langsam sich steigert. Ja. Und dann gibt es neben der systematischen Desensibilisierung auch noch die Konfrontationsmethoden. Ja. Wo dann ja der stärkste Angstreiz präsentiert wird, sozusagen, ohne die Möglichkeit, dass derjenige die Situation verlassen kann. Ja. Und auch da müsste ich wieder sagen, ich habe keine Ausbildung in VT, deshalb würde ich das erstmal nicht alleine machen, zumindest. Ja. Gut, aber Sie haben mir ja einen Abriss der Verhaltenstherapie gegeben. Das heißt also, Sie würden dann eine Verhaltenstherapie bei einem Patienten mit einer Klaustrophobie in Erwägung ziehen. Ja, weil ich denke, dass das Effektivste wäre. Ja, einverstanden. Haben Sie schon mal den Begriff Konversionsstörung gehört?